Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Frage von Matthias. Matthias möchte wissen, guten Abend Herr Kammerer, seit April läuft nun unser neuer Koi-Teich mit 20.000 Liter und einem 2,5 Meter Genesis Bürstenfilter. Macht einen Riesenspaß die ganze Anlage und die ersten Konishi-Koi entwickeln sich prima. Da wir aber noch mehr wollen, rüsten wir Anfang des Jahres einen 1.000 Liter Biofilter nach. Da wir ihn nicht sehen wollen, verschwindet er komplett im Boden, komplett geflutet. Da er ja auch belüftet werden muss, mache ich mir etwas Sorgen, dass wir zu viel Luft in den Teich einbringen. Da der Teich mit Hilfe eines Lufthebers umgewälzt wird, arbeitet hier schon mal eine 80er Highblow. Für den Biofilter habe ich eine 40er Highblow gedacht und der Teich sollte auch mit einer 40er Highblow bestückt werden. Da ist jetzt die Frage, ob das nicht zu viel ist. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen, Matthias. Matthias, die Frage ist so leider nicht zu beantworten. Ja? Man kann natürlich einen Teich überbelüften, man kann ihn auch falsch belüften, indem die Belüftung zu tief hängt. Überbelüften würde man ihn dann, wenn das Setup, was du gerade beschreibst, auf 20.000 Litern, wenn da 10 Fische zwischen so und so drin schwimmen. Dann würdest du mit der Belüftung dazu beitragen, dass du sämtliches CO2 aus dem Wasser austrägst und dass dein Teich eigentlich permanent wahrscheinlich eine Gasübersättigung von über 100% hat, dass sie also niemals die Gasblasen auflösen können. So, ist der gleiche Teich jedoch mit, der 20.000 Liter Teich, mit 30 Fischen in der Größe bestückt und würdest du im Sommer 1,5 Kilo füttern unter Beobachtung sämtlicher Wasserparameter und dass es auch funktioniert, dann wäre die Belüftung genau die richtige. Und das ist eben das, was sich jeder irgendwo bei dieser ganzen Gas, bei der ganzen Stickstoff, bei der ganzen Sauerstoff- und CO2-Betrachtung und auch pH-Wertbetrachtung, das sind die ganzen Parameter, die über die Belüftung beeinflusst werden. Man muss sich im Vorfeld immer überlegen, was habe ich und wo will ich hin. Ja? Wenn ich viel habe, viel erreichen möchte, viel Futter reinwerfen möchte, dann schadet auch eine starke Belüftung nicht. Dann kann unter Umständen sogar eine Belüftung, die etwas tiefer liegt als empfohlen, überhaupt nicht schaden. Wohingegen, wenn ich wenig habe und auch nicht so ambitioniert bin, wenn ich ein paar wenige Fische unter Erhaltung in meinem Teich so vor sich hinschwimmen lasse, unter Erhaltungsfütterung in meinem Teich auf sich hinschwimmen lasse, dann ist eine etwas schwächere Belüftung eher angebracht. Wenn du jetzt selber, ohne dass du eine Gasübersättigung messen kannst, wenn du mit einfachen Möglichkeiten herausfinden möchtest, ob es bei dir passt, zumindest im Sommer oder geht auch im Winter, dann kannst du mal hergehen, kannst den pH-Wert messen, du kannst deine Carbonathärte messen und kannst dann mal dein CO2 bestimmen. Dein CO2 sollte idealerweise irgendwo zwischen 5 und 15 liegen. Und liegt es irgendwo zwischen 5 und 15 und du hast dann noch einen Sauerstoffwert im Tagesverlauf, der nachts etwas untersättigt ist. Nachts, wenn wir keine Photosynthese der Algen haben, ich gehe jetzt davon aus, dass dein Teich im Außenbereich ist, wenn er nachts auf 90% Sauerstoffsättigung absinkt und tagsüber auf wegen mir bis zu 110% ansteigt. Wenn die beiden Parameter gegeben sind, dann muss ich sagen, bist du im richtigen Bereich. Es ist hingegen so, dass dein CO2-Wert deutlich unter 5 abfällt, ja, und dein Teich eigentlich ganztägig 100% und auch nachts 100% und mehr Sauerstoff sättigt, dass also nachts nicht abfällt, dann kannst du davon ausgehen, dass deine Belüftung zu stark ist, dann kannst du deine Belüftung reduzieren, ohne Angst haben zu müssen, dass deinen Koi dabei was passiert. Also das sind die Symptome für einen überbelüfteten Teich, CO2 zu gering und ganztägig der Sauerstoffwert bei 100% oder mehr, wenn man nicht mit dem Sauerstoffkonzentrator arbeitet, aber dann wird es nochmal sehr viel komplexer und noch mehr tricky und dass du deinen Teich ideal belüftet hast, das siehst du daran, CO2 zwischen 5 und 15 Milligramm. Das CO2 musst du nicht messen, das kannst du aus pH-Wert und Carbonathärte, da gibt es Tabellen auf dem Internet, kannst du das anschauen. Und dass der Sauerstoffwert nachts ein bisschen abfällt, tagsüber ein bisschen, nachts etwas untersättigt ist, tagsüber etwas übersättigt ist und dass dein Teich zu schwach belüftet ist, das erkennst du, dass dein CO2 dann über 15 geht, dass zu viel CO2 im Wasser verbleibt und gleichzeitig, dass der Sauerstoffwert tagsüber vielleicht minimal über 100% geht aufgrund der Photosynthese der Algen, aber nachts der Sauerstoffwert dann deutlich auf, was weiß ich, ich kenne Teiche, die fallen nachts auf
60-70% relativ oder Sauerstoffsättigung ab. Und das ist dann deutlich zu wenig. Oder wenn wir es in Milligramm pro Liter ausdrücken, dass wir dann deutlich unter 7 Milligramm pro Liter sind. Da sterben die Koi nicht gleich, da brauchen Sie keine Angst haben. Aber das ist ein deutliches Anzeichen, dass der Teich deutlich zu wenig belüftet wird. Also, das sind die drei Punkte. Wenn Sie sich den Block nochmal anschauen, ich habe es, glaube ich, eh schon zweimal erklärt, dann können Sie sich da ein paar Stichworte machen und daran können Sie eigentlich, ohne dass Sie ein Gas, ein Saturometer zur Gesamtgasbestimmung bzw. Rückrechnung dann auf die Stickstoffsättigung, ohne dass Sie das benötigen, können Sie über den Weg eigentlich Ihre optimale Sauerstoff, Ihre optimale Belüftungsleistung herausfinden. So, vielen Dank für die Frage, Matthias. Und wenn du mir jetzt noch gesagt hättest, wie viele Fische du im Teich hast und was deine Ziele sind, hätte ich sie noch etwas präziser beantworten können. Mach's gut und bis die Tage. Ciao.